Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Wir fliegen heute ins Weltall und zwar mit der Playmobil Mondrakete aus der Playmobil 123 Spielewelt. Die Spielsets aus der 123 Spielewelt sind, so viel ich weiß, immer ab 1,5 Jahren geeignet, also ab 18 Monaten. Und der Hinweis für die Eltern: dieses Spielset hier hat die Playmobil Produktnummer 6776. Und wir schauen uns die Verpackung an, denn da sehen wir die Mondrakete auf der Wiese hier, ist bereit zu starten mit dem kleinen Astronauten hier. Der hat auch seinen Anzug und seinen Helm an. Echt cool. Und der kann natürlich auch Platz nehmen hier in der Mondrakete. Die können wir öffnen und das fördert auch so ein bisschen die motorischen Fähigkeiten von Kleinkindern. Und dieses Spielzeug allgemein soll natürlich die Fantasie anregen. Einer, der auf den Mond reist und die Umgebung umforscht. Okay. Wir schauen uns die Rückseite mal an, denn da sehen wir, was in diesem Spielset drin ist. Hier in diesem Playmobil 123 Spielset sind meistens nicht viel drin, auch keine wirklichen Kleinteile, damit sich die kleinen Kinder nicht verschlucken können, aber dennoch natürlich aufpassen. Diese Spielfigur hat eine Größe von 7 cm und die Rakete, die wird wahrscheinlich größer sein. Okay, ich würde sagen, wir öffnen mal die Playmobil Mondrakete und schauen uns diese mal an. Natürlich kann man mit denen auch verschiedenste Stories noch durchspielen. Ich glaube, das werden wir auch noch machen. Besonders für die ganz kleinen Fans. Und ich sehe die Mondrakete. Wow, schaut euch das mal an. Echt cool. Und wir können hier sogar reinschauen. Das ist doch echt witzig. Hier, wie gesagt, der Spielzug 1, 2, 3. Der Schriftzug, nicht Spielzug. Und wir können die Rakete öffnen. Einfach ganz normal hier wieder zumachen und hier wieder öffnen. Das können sogar die Kleinkinder lernen. Geht auch ganz einfach. Und wir sehen hier Platz für einen kleinen Astronauten. Der ist hier. Sag mal hallo. Hallo. Du möchtest auf den Mond? Ja, ich war da schon mal. Okay, du warst schon mal auf dem Mond? Ja, ich war schon mal auf dem Mond. Jetzt gehe ich ein zweites Mal. Ich fliege ein zweites Mal auf den Mond. Gut, okay. Dann nimm mal Platz. Wir machen die Rakete zu. Und das passt auch hier ohne Probleme. Wir sehen unseren Astronauten hier drin. Echt witzig. Und wie gesagt, das fördert so die motorischen Fähigkeiten, hier das auf- und zuzumachen für die kleinen Kinder. Wir können auch den Astronauten wieder rausnehmen. Und man kann auch dem Astronauten hier, ich dachte, man könnte dem Helm abnehmen. Das geht aber anscheinend nicht. Okay. Finden wir noch irgendwas in dieser Packung? Ich glaube nicht. Wir sehen hier nur noch, also nichts, mit dem man noch spielen kann. Für die kleinen Kinder. Wir sehen hier noch Hefte mit anderen Playmobil 1, 2, 3 Spielsets. Da gibt es natürlich echt eine Menge. Und ihr seht, das sind immer so große Teile, die nicht zusammengebaut werden müssen. Damit auch keine Kleinteile da sind, die man verschlucken könnte. Ganz, ganz wichtig. Das darf natürlich nicht passieren. Und hier noch viele weitere. Also es gibt echt eine Menge. Das waren, glaube ich, beides die gleichen Hefte. Ja, es gibt also echt eine Menge 1, 2, 3 Spielsets. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt unseren Astronauten mal... Also wir müssen ihn natürlich erstmal fragen. Möchtest du jetzt auf dem Mond? Ja klar, ist doch kein Problem für mich. Gut, okay. Da haben wir einen Experten. Der kann sich hier reinstellen. Rakete zu. Und ich würde sagen... Und ich sage auch zu dir, bis zum nächsten Mal. Der hier geht ab zum Mond und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.